Hallo und willkommen zurück bei Crash Bandicoot auf Sunset Vista. Ja, wie das eben halt so ist, ne? Crash Bandicoot. Der Teil hier, der musste jetzt ein bisschen länger auf sich warten lassen. Ja, weil im Moment muss ich mich selbst aufraffen für Crash Bandicoot, ne? Aber okay. So, erstmal kurz abchecken dieses Level hier. Hatten wir so eins nicht schon? Naja, ich bin gespannt, was für Schweinereien dieses Level diesmal für uns bereithält. Ja. Das war jetzt weniger überraschend. Okay, wir haben noch 4 Leben. Wobei das in dem Spiel ja, wie schon in vorherigen Parts angedeutet, egal ist. Weil selbst wenn wir alle Leben verbraten würden, kann man halt das Spiel fortsetzen. Der einzige Nachteil wären dann höchstens die Continues, die man dann gegebenenfalls schon in einem Level erreicht hat. Man muss halt das Level von vorne anfangen. So, und auch da... Ich hasse diese Fledermäuse, ne? Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Fledermäuse hasse. Die sind einfach immer im Weg. So. Punk. Ja, und ich bin auch gespannt, wie oft ich noch in diese Fledermäuse reinspringen werde. Okay, das sind soweit souverän... erledigt. Ah, und ein Checkpoint. Ja, das bin ich. So. Ja, aber hier werden wir dann auch mit 9 Leben versorgt. Irgendwie befürchte ich, dass wir diese Leben auch noch brauchen werden. Auf sowas stehe ich ja voll hier, ne? Beim Angucken kommt das nicht so gut rüber. Aber man hat halt immer so bei Crash Bandicoot eine gewisse Geschwindigkeit, ne? Noch für gewöhnlich. Und diese Fallen, die sind so schlimm, weil die entschleunigen. Die laufen einfach nicht in dem Takt, den man selber beim Spielen hat. Das ist total fies. Ich muss ja echt sagen, ich bin verwundert, dass ich noch lebe. Ah. Ja. Reden wir nicht mehr drüber. Ja, ich wusste, dass ich früher oder später nochmal in diese blöden Dinger reinfliege. Ey, ich liebe Fledermäuse, ja, aber dann kommt dieses Spiel. Obwohl, ich meine, guck mal, die sieht schon drollig aus. Ja, ich kann denen einfach nicht lange böse sein. So, wie ist denn das jetzt hier? Ja, ich könnte bis zur Mitte vorrennen. Okay, dem läuft ja relativ problemlos. Nicht zur Mitte vorrennen. Hm.
Ja, wenn ich zur Mitte renne, dann schiebt mich danach der andere weg. Na, war auch nicht. Ja, da stehe ich ja auch total drauf. Ich bin doch so ein Bewegungslegastheniker, was sowas hier angeht. Das ist, Ja, das ist aber auch wieder sowas, ne? Das hat einfach eine andere Taktung als das, was man normalerweise so läuft und springt, ne? Man muss sich zwingen, langsamer zu machen, als man es eigentlich machen würde. Ja, und das ist mir ganz merkwürdig. Na gut, aber wenn ich jetzt nicht so blöd bin und hier wieder runterfalle, dann hat sich das ja gar nicht mal so schlecht aus. Dann hat das ja schon fast beim ersten Versuch. Ich hätte es nicht sagen. Ja, egal wie wütend man auch in irgendeinem anderen Spiel wird, ne, Spiel danach Crash Bandicoot. Ja, und auf einmal wirkt das alles gar nicht mehr so schlimm. Naja, oder man schafft irgendein Crash Bandicoot Level und ist dementsprechend fröhlich. Und dann ist das andere auch nicht mehr so schlimm. Ey, was für ein Brot bin ich eigentlich? Ja, aber so kann es gehen. Ich nenne es immer liebevoll Betriebsblindheit. Ne, wenn man dann fixiert ist auf einen Punkt irgendwie und gar nicht auf den Rest achtet, was man in diesem Spiel hier allerdings durchaus machen sollte. Okay, aber wenigstens komme ich hier hoch. Ja. Kaum lobe ich mich mal selber ein bisschen. Verdammt. So. Nicht nochmal runterfallen. Nicht nochmal runterfallen. Wo ich sehe, komm, ich werde so weit von runterfallen. Bin nicht runtergefallen. Mein Gott. Ich bin verwirrt. Nahezu schockiert. Ja gut, was für Schweinereien kommen dann jetzt noch? Ja, bei sowas bin ich ja auch prädestiniert, einfach mal vorbeizurennen. Weil ich immer schon versuche zu gucken, was kommt als nächstes. Ja, aber wie das meistens so ist, ne? Manchmal guckt man drauf und auch bei dem hier, man guckt, wenn man zu lange guckt, dann ist das blöd, ne? Weil man versucht dann immer sofort die Frequenz, beziehungsweise, ja, rauszukriegen, halt, wann was sich wohin bewegt. Ne? Manchmal muss man einfach laufen. Einfach machen, einfach reagieren. Manchmal funktioniert das. Nicht immer. Aber manchmal funktioniert das. Ja, Gott, das war. Ja. Und auf einmal hasse ich die Dinger wieder. Okay. Ja, ich mache mir bei sowas hier mittlerweile gar keine Illusion mehr. Dass ich da mit irgendwelchen gekonnten, ausgeklügelten Sprungmanövern alle Kisten auch wirklich so kriege. Oh, wie konnte das passieren? Seht ihr, wie ich gleich runterfalle? Oh, ich werde sowas von runterfallen, ne?
Ey, was ist los? Das ist ja... Ah, was ich doch da... Eine neue Maske? Ah, okay. Ja, genau wie hier. Wie man eine Sekunde zu lange drauf guckt. Ja, und dann versucht man rauszufinden, welche Frequenz das hat. Und dann rauszufinden, dass man eigentlich einfach nur durchlaufen muss. Das sieht man aber auch nicht immer. Verdammt. So. Oh, schafft man auch 4? Oh, ich habe aber keine andere Wahl, ne? Komm los und ups, ups und... Ach, guck mal. Das habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Dass man dann da so oben drüber hupsen kann, muss, soll. Okay, Moment, Moment. Vollste Konzentration. Ups und... Scheiße. Ja, okay. An dieser Zeichnung könnte ich stehen bleiben. Ja, oder ich schmeiß mich einfach mal selber in die Tiefe. Jetzt nicht nervös werden. Ja, aber das ist echt ein Phänomen, ne? Crash Bandicoot. Man liebt ihn und man hasst ihn. Ich finde die Spiele total geil. Ich habe mich auch echt sau gefreut. Also die ist, ah, da guck mal, das Remake kommt. Oder nicht Remake, Remastered ist das ja dann, ne? Oh. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, aber ich weiß auch nicht. Das ist ja dann nicht nur die pure Nostalgie. Ach, Scheiße. Ja, dann versucht mal die Frequenz rauszufinden. Beziehungsweise die Reihenfolge, wann man hier, wann, wo, wie hingehen kann, um nicht runtergeschubst zu werden. Da macht das eigentlich. Na komm, ich versuche. Aber dann macht das echt Sinn, einfach selber runterzuspringen und neu zu starten. Innerlichen Skrupel. Ja, komm. Ja. Ja, seht ihr, da hätte ich dann, ne, genauso gut runterhüpfen können, mich selber killen können. Dann wäre ich wahrscheinlich schon am Ende. Oder an einer neuen, ausweglosen Situation. Nee, aber so sehr ich hier, wie gesagt, auch rummaule, ne? Also, Crash Bandicoot. Durchatmen. Ich liebe ihn und ich hasse ihn gleichzeitig. So eine richtige Hassliebe ist das. Aber die Spiele machen mir einfach Spaß. Deswegen, ich werde wahrscheinlich auch alle 3 Teile hier durchzocken. Nicht so regelmäßig, also nicht, dass jeden Tag halt irgendwie ein Part kommt, sondern immer mal wieder, wie es ja jetzt auch der Fall ist, kommt dann so ein Video. Und irgendwann kann ich dann sagen, ah, guck mal hier auf meinem Kanal, ne? Alle Crash Bandicoot-Teile, ja, durchgezockt. So, jetzt, ja, na, komm jetzt hier, nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, wenn ich über die Dinger drüber laufe, dann werden die sich einziehen.
Aber an 3 kommt man vorbei. Vorsicht, aber hupsen. Ja, jetzt brauche ich alles. Jetzt muss ich nur an die... Ja, wunderbar, Checkpoint-Kiste. Ja, super. Ja, da hat man diese geile Maske gekriegt. Die in diesem Level oder beziehungsweise bei dem hier überhaupt nichts bringen. Aber da habt ihr wieder gesehen. Einfach rennen. Ne? Wenn ihr glaubt, der Zeitpunkt ist da, rennen. Entweder ihr verreckt, ne? Und lernt halt noch was dabei. Okay, der unterste geht rein, der oberste geht rein, und das geht raus, und das geht rein, beide kommen raus. Glas klar. Ups und ups. So, und ja, ich sehe diese Kiste hier hinter diesem Stein links oben. Jedoch werde ich es nicht versuchen. Ja, auch hier ja, das One-Up. Ja, ich lasse es liegen. Das ist mir nicht wert, ne? 3 Leben zu verballern, ja, um ein Leben zu kriegen oder so. Weil ich weiß einfach, dass ich da runterfallen würde. Ja, okay, wenigstens haben wir von ihr alle... Ich will es eigentlich nicht laut aussprechen, aber ich bin echt verwundert, wie gut ich die Dinger hier hochkomme. Okay, Zeit für Bonus. Lass mal ein bisschen gezielt versuchen, die Kisten zu erwischen. Oh, guck. Ey, was ist los heute? Ich habe scheinbar einen richtig guten Lauf. Hätte ich das jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Wir sind ja noch nicht durch. So. Das ist auch ein verdammt langes Level. Kommt mir zumindest so vor. Da kommt sowas, ne? Eigentlich. Das gibt es doch nicht. Ja, eigentlich total einfach. Da verkacke ich dann gnadenlos. Klack. Komm jetzt mal ein bisschen. Ah, gut. Der nächste Checkpoint. Ja, wird mir ja nichts hilft, wenn ich runterfalle und ich sterbe, ne? Aha, du Kacke. Das war aber knapp. Das war aber knapp. Ich habe hier quasi auf der letzten Kante noch hängen geblieben. Und da... Eine kleine Belohnung noch für uns. Und da sehen wir dann auch schon, da haben wir das Level beendet. Ich bin trotzdem noch total verwundert. Wir gehen hier mit Plusleben wieder raus. Es sieht mir gar nicht ähnlich. Ja, trotzdem, jetzt interessiert mich mal, wie viele Kisten habe ich wohl vergessen. Ja. Ui. Wo sollen die denn alle gewesen sein? Ja gut. Aber das war's dann auch schon wieder mit diesem Level. Jetzt geht's zurück auf die Wumpa-Inseln. Zurück auf die Wumpa-Inseln. Und der nächste Boss, der uns erwartet, ist der Koala Kong. Okay, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann, ja, gleich bei Koala Kong. Bei Crash Bandicoot. Bis dahin, euer Koch.